Guten Tag, meine Freunde. Guten Abend, Damen und Herren. Einer verpennt. Gut. Ist in Sehr Ordnung. gut. Sehr gut, Nick. Ist Ich in hab gesagt, Ordnung. ich halte mich raus. Was heißt, du heißt, du Oh. bist so ein Vollpfosten. Schon Ja, wie kommt es zu irgendwie. einer, wie nennt man das heutzutage, zu einer Live-Reaktion? Ach ja, also sowas wie ein React to, ohne die ganzen To's dazwischen. Richtig, es ist einfach nur eine Live-Reaktion zur Nintendo 3DS Direct, die jetzt gleich losgeht. Eine Live-Reaktion, das könnt ihr euch so vorstellen, wie in diesem Moment sitzt eine Fliege auf eurem Arm und ihr schlagt drauf. Das ist dann auch eine Das Live-Reaktion. war eine Reaktion. Ja. Auf etwas, was gerade live passiert, So, was sind eure Erwartungen an die Direct? Ich habe absolut keine und ja. darüber bin ich froh, weil ich werde sowieso nur enttäuscht. Ja, ist leider halt echt so. Ich hoffe immer noch auf eine Ankündigung am Ende der Direct. Ja, Okay. ich hoffe es auch, aber es geht los. Es geht los, Oh, meine Damen und los. Herren. Hello everyone and welcome to today's Nintendo 3DS Direct. Let's jump right Grüß in, shall we? Many of Ja. you are Ja, war klar. enjoying Pokémon Go right now, and it has been a while since we first revealed Pokémon Sun and Es ist echt Pokémon lang Moon. her, dass Pokémon Sonne Dass und sie es Mond. vorgestellt haben, dass sie es vorgestellt haben. Ja, gut. Nicht, dass sie was dazu The gesagt, story begins Pokémon when bekannt gegeben your haben. character moves to the tropical islands Alter. of the Alola Diese region Region jetzt to schon. become a Das sieht Pokémon so super trainer. aus, das Spiel. At the start of your adventure, you can choose one of three fast partner Ach, Pokémon. warte, bekommen wir jetzt vielleicht The die grass Endentwicklungen quill von denen? Pokémon, Lava. Alter, das wäre Das super. wäre schon mal Fiery wenigstens gut, Pokémon, ja. Litten. So viele andere Or Pokémon, wie sea lion schon Pokémon, gespoilert Poplio. worden sind. Komm Schon, Bitte. oder Two zumindest die legendary zweite Entwicklung. Pokémon from the game boxes, Solgaleo and Lunala, are important to your adventure too. On your journey, you will also encounter regional variants of Pokémon you have seen before. They look unique and Stupdrache. have adapted to the Alola region. This is an Alolan Rattata. Was? It has a Was? distinctive Was? look. Ein Alola It's Ratzfatz. dark Ach, wie cool Pokémon, ist das denn? alles klar. different to the Rattata you Ey, know. das sieht gar nicht mal so scheiße It aus. is Das said sieht aus, als hätte es that eine Alola Mario-Schnauze, Alter. swamps the Alola region. So young goose Das wild are used to the area. hat immer noch das Prepare to go. geilste Donald Trump! Trump, jawohl! Alter, Rattata hurt your heart and change their Ach, sie behavior. erklären, warum das so ist. In the end, Weil das das ist Viech wollte cool. sie vertreiben und deswegen haben sie Let sich them to angepasst, Komm, ja. wenn ihr jetzt wieder mit neuen Alola-Formen kommt, dann will ich aber bitte Alola Arcani. There is also a new element to Alola Pokémon Evoli, bitte. battles. Zed-Moons. Neue Zed-Moon Evoli-Entwicklungsform. is a very powerful attack. That is Z-Attacke. activated when a Pokémon and Die kennen its wir ja schon. Trainer use two Alter. powers together. Erinnert mich ein bisschen an Pokémon Tekken, wenn ich ehrlich bin. That's a Pokémon can Electrium. use depends on the Pokémon Grasium. Zed-Moon. Grasium, alter It Gras. moves to the Pokémon. Alter, dieses But its Raichu, ne? moves can only be used by certain Pokémon after they are given a specific Zed-Crystal. If you purchase Pokémon Sun or Pokémon Moon close to Oh. launch, Oh. you can receive early Oh. purchase Oh. Okay, jetzt bin ich allergisch. from game launch until Wer will man fuck 11th, 2011. so? No. Was? You can receive Munchlax in Pokémon Sun and Pokémon Moon. Ja, nee. This Echt? Munchlax Was can entwickelt sich evolve Relaxo? into Snorlax to Nee. go all out. It will come with a special item, Snorlium Zed. By evolving Munchlax into Pulverizing Snorlax Pancake, and Alter. Ach du activating the Kacke. Snorlium Zed, Snorlax becomes able to use a special Zed move, Pulverizing Pancake. Pokémon Sun and Pokémon Moon will Okay. launch on Ich will die November Endentwicklungen der 20th. Starter sehen. Mein Before Gott! that, on Ja, November das kennt man doch 18th, schon, mein ja, Gott. ohne the Spiel vor Nintendo allem, ne? Ohne 3DS Spiel. XL, Echt? Ja, Solgaleo steht doch da and drunter, die Lunala Software ist nicht Limited enthalten. Edition, which we previously Oh. announced. Ja, hallo, Today, gell, we Scheffeln. can Ja. announce that we will also release a Oh. special edition Mirio Ist 2 okay. Jetzt, on wie sieht November der aus? 20th. Ach, das ist die Spielervorlage. Alter, You can das ist choose ja richtig either Babyblau, Pokémon was ist Sun das? or Pokémon Moon pre-installed. Moving along, see what you think of this. Nichts. Ah, Achtung. was? Hä? Was? Ein Hä? was? Hä? Ein Remake? Was? Oder ist es nur wieder It may look so ein like Super Mario Mario Maker, Maker für 3DS? Was? Was? What the fuck? Actually,
Es gibt keine Exklusivtitel für die Wii U. Alter. Es gibt einfach keine fucking Exklusivtitel für die Wii U. Aber ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem holen, weil Mario... Kartentreiber ist gerade abgeschmiert. Nice. Egal, ich nehme auf. Ach so, okay, ja gut, das ist scheiße. Scheiße, ich habe Standbild bekommen. Als ob, Alter. Als Hyrule Warriors, jetzt Super Mario Maker. Nehmt der Wii U alles, Alter. Nehmt der Wii U. Macht es, tut es. Als nächstes kommt New Super Mario Bros. U vor 3DS. Ja, ja, bitte. Und ich habe halt erst so gedacht, ja geil, ein Remake von New Super Mario Bros. DS oder so, aber nein. Nee, Mario Maker für 3DS. Wollt ihr mich verarschen? Aber dann gibt es doch wenigstens, gibt dem Game doch wenigstens die Stile von den der Handheld Marios und nicht auch wieder Super Mario World. Und vor allem, was sucht der New Super Mario Bros. U-Stil in einem 3DS-Spiel? Ja, schon. Das stimmt tatsächlich. Zu den anderen gibt es wenigstens schon Remakes auf dem 3DS und so. Aber... Ja, okay. Genau wie in der Wii. Ja. Nee, ach was. Wirklich? Ernsthaft? Oh, ich kann kotzen. Naja, wir bekommen tatsächlich ein neues 3D-Spiel. Aber es ist einfach wieder so, ja, fick dich, Wii U. Ja, die Wii U ist doch eh tot, von daher. Na und, es ist trotzdem für den Arsch, Mann. Ja, weißt du, der Wii U, alle Scheiß. Der wird doch schon geschrieben, arme Wii U. Als nächstes Bayonetta 2 für 3DS. Nice one. Das soll die Menschen nicht verbinden, oder? Nee. Ach so. Ja, ich habe bestimmt viele Freunde, die mit einem 3DS rumlaufen in meinem Alter und ja, kann mit denen Level tauschen. Ey. Ist das neue Pokémon tauschen, Alter? Soll das heißen... Warum ist der 3DS eigentlich immer drauf aus, den Gamern zu sagen, Alter, such dir Freunde und gammel nicht rum? Ich weiß es nicht, das ist eine Videospielindustrie und nicht eine Such dir Social Life Industrie. Teamprojekt. Oho. Oh. Das werde ich mir kaufen. Ganz bestimmt. Okay, ich bin raus. Ich schaue es mir an. Ich will es wissen. Ich will die volle Wahrheit. Die volle Dröhnung. Wer spielt das Singleplayer? From rolling the dice to moving towards bosses. By eliminating taunts, the game is much faster. Warum muss ich bei diesem Fragezeichen fällt dann an das allererste Mario Kart denken, also Super Mario Kart? Schon. The Fun! Sie können den Fun joinen, meine Freunde! Wie bescheuert ist das denn? Du beginnst alleine, kannst Punkte sammeln, bis dann die anderen beitreten. What the fuck? Warum muss es der Hauptmodus sein? Ja. Because fuck you. Fuck you. Mario Party ist offiziell tot. Wow, ihr werdet sehen, es wurde ja ein Mario-Spiel zur NX-Release angekündigt. Bestimmt Mario Party. Gibt nur ein Gerücht dazu. Es wurde Gerücht, nicht angekündigt, aber... Alle warten auf 3D wahrscheinlich, Mario und sie bringen Mario Party. Das wär's doch wieder mal, ne? Das ist ja halt typisch Nintendo, weißt du? Das Spielbrett hingegen sieht schon wieder interessant aus, aber... Hm. Ja gut, das ist schon wieder ein Witz. Amiibo. Das ist wieder wie Amiibo Party. Amiibo sind ja nicht schlecht, aber in Mario Party als Spielfiguren, nee, danke. Ach echt? Ich will nur Waluigi. Alter. Das ist allerdings... Okay, das ist cool. Alter, da kacke ich mir doch ein, wenn ich nachts irgendwann mal rauche und immer sehe, dass ich da was leuchten. So auf dem Nachttisch guck so, erschreckst du erstmal. Hey, der surft auf einem Blatt. Krasser Typ. Wow. Boah, wow, man braucht nur eins, war ja nicht schon bei Ding so, bei... Mario Party DS. Ja, bei DS war es schon so, bei... wie hieß das, kack, andere... Weiß Island nicht Tour. Island Tour, ja. War es ja nicht auch schon so.
Was? Wirklich? Du musst ja voll was runterladen. Wo ist der Online-Mode? Dann würde ich es mir auf jeden Fall holen, wenn es einen Online-Mode hätte. Online-Mode? Warum denn? Starash! Haramash! Gibt bestimmt für jede einzelne Amiibo eine eigene Special. Alter. Ja. Natürlich kommt es später. Na toll. Hä? Bringen Sie jetzt echt noch was zu Legend of Zelda 30-Jährigen, bitte. The game also introduces players to its items, enemies, dungeons, and tricky puzzles, which left you feeling so smart once you solve them. To mark the 30th anniversary of The Legend of Zelda, this winter we will release a special series of classic Boah, aber der Pixel-Link! Der Pixel-Link, Alter! Alter, ich hole mir die Zelda aus Wind Waker und den Pixel. Boah, die hole ich mir alle, Alter, die sind geil! Alter! Spezielle Funktion in Breath of the Wild? Aber sie zeigen es nicht, Idioten. Super, mein Geldbeutel wird aufkommen, der Amiibo wieder weinen. Die Amiibos hole ich mir alle. Bis auf die Toon Link Amiibo, glaube ich, die hole ich mir nicht. Doch, die hole ich mir auch. Hol sie mir wirklich alle. I am also happy to announce that the original version Skyward Sword will be releasing today. Gib mir den GameCube Virtual Console, bevor hier Skyward Sword in Japan ist. Ich schon bringen. Das wird nichts mehr, Timmy. Ich glaube nicht. Also auf der Wii U wird kein GameCube mehr kommen, glaube ich. It was surprising to see an action game with story and puzzles. I myself enjoyed staying up all night to play it. The Legend of Zelda is one of the first so. NES ja, games included in the Ja gut, das weiß man ja schon lang. Klar. Das ist eine 3DS Direct, keine Mini Nintendo Direct. Sei froh, dass sie nicht für 3DS bringen. I was a salesperson. I fixed NES hardware day after day and needed to play games to check the systems. Herzlichen Glückwunsch. Dinge, die keiner wissen wollte, Teil 1. Ne. 30 years. I hope playing these games will bring back lots of memories and help you make new ones. Please take a look at this video. Please take a look. Oh Gott. Ja, ich erinnere mich noch an die gute alte Zeit, als es noch gute Spiele gab und Exklusivtitel. Star Rush! Ja. Ich kann mich schon tatsächlich schon noch an den NES erinnern, ja. Ich bin alter Sack, ich weiß. Aber meine Mom hat SNES nicht mit NES aufgewachsen. NES, SNES in N64. Dafür hatte ich kein SNES. SNES in GameCube. NES. SNES war super. NES N64. Ja, Metroid, dieses Spiel ist auch so super, Alter. Mhm. Ja. Was, ein Power und ein Reset-Schalter? Krasse Nein. Scheiße. Scheiße. Mit 60 Hertz. Oh. Oh. Der NES-Controller ist zurück, Alter. Alter. Nintendo Entertainment System. Nice. Das sollen sie mal zum SNES und zur N64 oder so bringen, Alter. Ja! GameCube. Zum SNES und zur N64 sollen sie das bringen. Ach ja. Let's go from the first Zelda game to the next. Oh! So klar. Brechen! Viele genießen derzeit das Spiel, ja. Ja, auf Wii U genieße ich's. From the Legend of Zelda series. Ich nicht, ich hab's auf keiner von beiden. Das Spiel war einfach so ein riesengroßes Fuck you ins Gesicht, Alter. Link's Awakening Pack, ey. Immerhin, Meduli gab's auch für die Wii U gratis. Oh Gott. Phantom Hourglass und Spirit Tracks Paket. Das als Zukämpfer. Habt ihr Spiel nie gespielt, nur LPs gesehen? Ich auch nie gespielt. Ich glaub, Tim schon. Okay, das ist ganz cool. Ja, aber gibt's nicht für Wii U. Doch, wenn du die 3DS-Version kaufst. Nein, das sind die DLC-Charaktere, so. Die haben ja nichts. Stimmt.
Splatoon Link. Ein Sandstab. Sah doch fuck ins Gesicht. With this weapon, two Link can use blocks of sand. Alter. Das erinnert mich einfach an Retexture von der Waffe von Lana. So ein bisschen. Irgendwie sieht es aber geil aus mit dem Sandstab. Ja, schon. Hä? Also. Aber nur auf dem 3DS. Phantom Hourglass and Spirit Tracks Pack will be released shortly after this presentation. Shortly. Herzlichen Glückwunsch. Animal Crossing New Leaf. Oh. This autumn, we are releasing a free update for this cozy game. First released in 2013. It will expand your town's horizons by adding amiibo functionality and other new features. Das war so klar. Of course, Animal Crossing Amiibo Figures and Amiibo Cards will be compatible. Andererseits ist es ja cool, dass sie so ein altes Spiel noch supporten, weil das ist ja ziemlich zum Anfang vom 3DS rausgekommen. Ja. Muss man jetzt mal an der Stelle sagen. Lol, man kann die Toon Zelda Amiibo nur im Pack mit der Toon Link Amiibo kaufen, Mann. Oh, klar, Geld verdienen. Features and Animal that hasn't been seen in Animal Crossing New Leaf before. Okay, das ist ganz cool. Kommt irgendwie alles am 11. November? Animal Crossing New Leaf is a free software update. Or from November 25th. Nee, das kommt am 25. Besser als das Ganze wieder am 11. September rauszuhauen. Oh, sie hauen einfach eine neue Version von dem Game raus. Welcome Amiibo. With this version, you will also get one of the new Amiibo cards that I mentioned earlier. Ich habe immer schon eine Amiibo-Karte mit einem Wohnwagen draufgesucht. Und natürlich Animal Crossing Direct hauen sie raus, ne? Aber, ne? Nice one. Darauf haben wir alle gewartet. Risen Paradise, Alter. Das sind so Spiele, die... Spielt überhaupt irgendjemand? Bestimmt, aber... Ich glaube, das sind eher so die Sachen, die, ich sag mal, die in Europa jetzt nicht so interessieren. Ja. Wow. Wie willst du denn da eine Story einbauen? da stimme ich dir ausnahmsweise mal zu. Was willst du da machen? Das ist ein scheiß rhythmusbasiertes Spiel. Bondock. Boondock. Spice. Ball. Spaceball. Was ein Wortspiel. Hole ich mir sicher. Safe gekauft, Leute. Safe. Wünsche ich mir zu Weihnachten. Also. Erstmal Demo runterladen. Erstmal Demo-Video bringen. Erstmal 3DS laden und Demo runterladen. As you may know, a beloved RPG is heading to Nintendo 3DS very soon. Dragon Quest 7. Okay. Ach so. Ja, das wurde ja schon vor fast einem Jahr gesagt, oder? Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab Dragon Quest auch nie gespielt. Auf jeden Fall schon lange her. Dragon Quest 7 has been completely reimagined for Nintendo 3DS and also features a range of brand new content, including Traveler's tablets. These tablets are found in a cave within Monster Meadows, the place where you keep monsters. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Am besten gar nichts. Only your friendly monsters can go into the cave. Wetten, am Ende hauen sie noch was ich zu Metroid Prime raus. Because finding Traveler's tablets, die heben sich das Beste zum Schluss auf, also ja. Federation Force, gibt bestimmt auch noch Dragon Quest Amiibos. Aber tatsächlich, Vorsicht Spoiler, soll ja am Ende des Spiels irgendwie ein Spoiler sein aufs nächste richtige Metroid dann, ja. Ach so, ja, hab ich auch irgendwo gelesen. Ich hab's gehört. Ich denke, für NX kommt dann das nächste richtige Metroid raus. Ich hab halt die Metroid 3 noch nie gespielt, wenn ich... Ja. Ich hab Super Metroid gespielt, Metroid Other M und Metroid 1, Prime 1, 2 und 3.
Die Metroid-Spiele haben damit überhaupt nichts zu tun. Es geht um die Metroid Prime-Reihe. Ich habe auch die Metroid Prime-Reihe nicht gespielt. Die kann ich dir nur empfehlen. Okay. Gibt's als Dreierpack. Ja, genau, im E-Shop für 20 Euro oder so. Da ist Metroid Prime 1, 2 und 3 drin. Halt mit Wii-Steuerung, ne? Aber Die Wii-Steuerung ist besser. Ich hab's nie auf dem Gamecube oder so gespielt, deswegen. Und das neue ist so ein schlechter Nachfolger. Keine Ahnung. Ja! Okay, gut. Ich frage nicht weiter. noch ein Dragon Quest. Wenn du dir jedes einzelne Spiel aus der Direct kaufen willst, hast du auch einen Lerngeldbeutel. Ja. Plus DLCs zu Hyrule Warriors. Ich glaube jetzt immer, wenn ein Dragon Quest rausgekommen ist, kündigen sie das nächste, das auf dem 3DS kommt an, oder? Also. Picross. Ja, Picross. Round 2, Alter. Fallen euch echt keine besseren Namen ein? Ernsthaft? Wow. Herzlichen Glückwunsch. Ich mag keine Puzzles. Oder ich bin nicht gut in Puzzles. Ich auch nicht, ich bin auch zu doof verlaten. Ich mag Züge. Ich mag keine Puzzles. Oh mein Gott. Was, du kannst einen Mario erschaffen? Krasse Scheiße. Und natürlich durch das Scannen-kompatible Amiibo. Durch Amiibo geht's ja nicht. Durch diese ganzen Vierecke und Zahlen muss ich irgendwie an Minesweeper denken. Ich weiß nicht warum. Round 2, Mann! Ich schau schon gar nicht mehr hin, weil es so uninteressant ist. Wait to start solving 3D puzzles. The original Picross 3D, previously released on Nintendo DS, will be available to download from Nintendo. Available to download! Available! After this presentation. Ja, gut. Aber eigentlich sprechen sie für das ja ganz gut Englisch noch. Coming in the next few months. Oh, Achtung. Please take a look. NX? NX? Nein, bestimmt nicht. Oh. Ja, gut. Ja, gut, ne? Sonic Boom Eis feiern, Eis. Ja, Color Splash ist klar. Magical World, Alter. Nee. Kauft sich das überhaupt? Wow, nicht knallbunte. Ey, der rot-schwarze, der hat Style. Der hat schon wieder was, ja. Ja, gut. Ich hab eh schon. Es ist der Newer. Das ist bestimmt der Newer 3DS. Entschuldigung. 18. November. Doch, wenn ich enthalten. 21. November. 29. November. Dezember. Super Mario Maker 3DS, Alter. Das ist doch wieder der größte Prank in der Direct gewesen, oder? So. Ed. Hi, Ed. Wer ist Ed? Keine Ahnung. Hi, Ed. Valiant. Ja, Mi Lobby Update, geil! Darauf habe ich gewartet, Alter. Darauf habe ich gewartet. Ganz ehrlich, ich habe die Mi Lobby noch nie gestartet, glaube ich. Und Entschuldigung für die Sounds, irgendwie hat was auf Twitter rausgehauen, aber ist gerade echt egal. Oh, warum? Wie er da steht, sonst. Mi Lobby Premium, Alter. Was kann man da Premium machen? Das ist nicht Premium, das ist so. Auch noch für Zahlen, Alter. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist so. Ja, guck. Ist nur bei mir die Bitte. Nein! Reload. Die haben einfach den RIP! So mittendrin. TG, wow, der Stream-Chat eskaliert gerade, Alter. Ich schreibe gerade noch zu wem, ja, Direct ist, glaube ich, eh bald vorbei und in dem Moment. What? Mach einfach den scheiß Stream auf. RIP in Pizza, ja, ist klar. Oh, shit. Alter, please, mach den Stream wieder an. Die von Nintendo of Europe geht weiter, schreibt. Ja, Chat. Nintendo of Europe, schnell. Wo ist Nintendo of Europe, Alter? Ups. Bin auf dem Falschen, ich bin jetzt auf Amerika. What the fuck, nein. Wo ist Nintendo of Europe? Der Amerika läuft auch, warte. Nimm einfach nur Nintendo hinter Twitch TV. Okay. Läuft auch. Okay. Aber das ist eine andere Direct, what the fuck?
Ja, die Amis haben irgendwie immer... Nein! Nintendo Europe. Ich habe im zweiten Tab mal Nintendo Deutschland offen. Lass es doch einfach bei Amerika bleiben, oder? Ich habe Nintendo Europe offen. Bring mal Link zu Europe. Nee, das ist aber irgendwie... Ja, warte, ich schick dir. Es sieht schon nach einer Direct aus, kein Plan. Ja, das bei Amerika ist ja auch eine Direct, aber entweder sind die nur ein bisschen weiter vorne, habe ich so das Gefühl. Hier. Oder geht Deutschland wieder? Nee, ich bin noch down. Sie schreiben einfach bei Deutschland in den Chat, RIP COD. Hier schreiben sie gerade RIP World of Tanks. What the fuck? Okay, sind wir halt hier in dem... Ey, Nintendo Deutschland hat schon wieder drauf, oder? Ja, das ist eh nur wieder so ein lamer Download-Titel. Ja, genau. Wow, Download and Play with one copy. Geil! Hier ist halt kein Untertitel, aber das ist ja wurscht. Ach, immer noch der Lauch, okay. World of Justice. Na gut, ne. Das kommt schon am 8. September. Nice one. Na gut, wenn's interessiert, ne. Ich will erst die Teile davor spielen, bevor ich die neuen spiele. Sonic Boom! Ja, hier im Amerika-Stream haben sie Sonic Boom Ice and Fire genauer vorgestellt. Ja, what the fuck, ich bin jetzt verwirrt. Vielleicht kommt's. Kein Plan. What the fuck? Wo seid ihr gerade in dem Europe-Stream? Bei Shin Megami Tensei. Ja, ich auch. Der Apokalypse. Ja, dann bin ich ein bisschen hinterher. Nintendo Deutschland kriegt mal wieder nichts geschissen, ne? Mein Grafikkartentreiber ist schon wieder gecrashed. Ich liebe es gerade, wie Twitch einfach gerade alles bei jetzt bin ich bei Dragon 3 Code. Ja, ich auch. Was sind das für Spiele? Kein Plan. Kein Plan. Die Spiele, die kommen werden. Oh, jetzt kommen wieder die Nindies. Ach, Nintendo so X Indies. Achso, ja, Nindies. Das erinnert mich so ein bisschen an Metroid. Sieht doch echt ein bisschen so aus wie die alten. Nur Dune Valhalla Edition. Wie die alten Metroid-Spiele. Oh, ich bin echt hinterher. Bei mir kommt die Valhalla Edition jetzt erst. Neu to Love Devolution. Ihr spoilert das Video. So, fuck. Den Titel! Das sind halt diese komischen. Sieht ein bisschen strange aus, ey. What the fuck ist das denn? Ich glaube einmal reload ich, damit ich nicht ganz so weit hinterher bin. Welche Drogen haben sie bitte genommen, als sie das entwickelt haben? Alter, was ist das? Ich habe nur die ersten Sekunden von dem Spiel gesehen und es hat mir schon gereicht. Ja. Alles klar. Boah, 10% Ausverkauf. Boah. Was? Nein. Wenn ihr das jetzt tut, Nintendo. Noch ein Game, das nicht exklusiv bleibt. Alter! Ist es dein fucking. Alter, Wii U RIP. Aber sowas von. Wii U ist die größte Verarsche am Kunden, die es je gab. Ja, es ist leider so. Some new future. Futures, ja. Viele neue Zukunft. Na, die hat auch noch eine extra Feature im Vergleich. Du wirst doch da echt bestraft, wenn du dir eine Wii U gekauft hast, ne? Das ist ein Arsch. Entschuldigung, sage ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hab mir das Spiel nicht gekauft, aber ich würde mich jetzt voll ärgern, wenn ich es getan hätte, wenn ich ehrlich bin. Ich hab's ja auch nicht gekauft. Ich wollte es mir schon voll oft kaufen, aber... Ich auch, Da schreibt schon eines Splatoon 3DS Next. Hey, das wäre echt möglich. Als neuer New 3DS Exklusivtitel. We are developing animated shows. Alter! Ich glaube, wenn ich dir nichts hab, werf ich meine Wii U wirklich aus dem Fenster, Alter! Du Stück Müll! Und ja, neuer Amiibo! Neuer Amiibo! Flauschi-Viech-Dingenskirchen! Oh, ihr wollt mich. Schon wieder ab. Ihr wollt mich doch verarschen!
Alter, zwei. Schau doch, wie er guckt. Oh, wie süß. Als nächstes kommt Mario Kart 38. Ich muss schon wieder den Stream. Mein Grafikkarte hat einfach Spind heute. Hey, der Wollhund, der hat einen Amiibo-Aufdruck auf seinem Arsch. Koichi Ishii! Von Griso. Koichi Ishii. Der gute Ishii. Mein Ishias. Hat Griso nicht die Zelda Remakes für 3DS gemacht? Also Fazit bis jetzt hat mich eigentlich nur, haben mich nur die Zelda Amiibos überrascht. Ja. Und die Ratsform. Ja gut, aber die, naja. Und negativ überrascht hat, haben mich die beiden Bio Rip-Offs. Also, naja, mich überrascht gar nichts mehr irgendwie. Ich find's gerade einfach nur so lustig, Alter. Wir nehmen die Wii U Exklusivtitel und schieben sie woanders hin. Und machen sie aber noch besser, bevor wir sie woanders reinschieben, ja. Genau. Klaas muss ja irgendwie belohnt werden, sich eine Wii U gekauft. Ach nee, halt, warte mal. Da war ja was. Das Spiel. Als nächstes Zelda Twilight Princess 3D. Ja, also man, keine Ahnung. Das Spiel hat man doch bei der E3 schon gesehen, oder? Ich glaube schon. Ich kann mich da an was erinnern. Hat man. War ganz interessant, sah so ein bisschen nach Triforce Heroes aus. Wenn es jetzt noch Bayonetta oder so auf den 3DS kommt. Jetzt kommt Mario Kart 8 3DS. Hab ich schon gesagt, das kommt. Ich sag mal, Smash und so, das war noch was anderes. Da haben sie es wenigstens gleichzeitig gebracht, ja. Und nicht erst später, da wo man dann... Ja, da war die 3DS-Version sogar die frühere. Genau. Und da war es auch nicht ganz so eine Verarsche, weil erstens mal... Ja. Smash war an sich eine Verarsche, weil kein Story-Mode drin ist, aber ja, das ist ein anderes Thema. Und ein Haufen zu viele DLCs, diese ganzen Kostüme. Ja, die finde ich sogar gut. Also die Kostüme finde ich scheiße, die Charakter-DLCs. Ja klar, die Charaktere, ja. Aber die Kostüme sind halt für den Arsch. Ja, die kaufe ich auch nicht. Durch diese Kostüme kosten... Gutes Release-Datum, 2017. Wollte ich mir auch sagen, wann? Bei dem Spiel weiß ich noch nicht. Oh! Es könnte ein gutes Game werden, aber... Oh! Was? Online-Mode? Fragt sich. Erste Frage. Football, Baseball. Football. Oh. Tennis. Tennis. So? Ja. Golf. Sowas wie damals das auf der Wii. Wie hieß es? Mario irgendwas. Horse-Rip. Ey, das sieht nicht schlecht aus. Sports Mix. Ja genau, Mario Sports Mix. Das war ja auch ganz cool. Das sieht jetzt echt gar nicht aber so schlecht aus, ja. Aber hätte ich dann doch lieber gerne neues Mario Smash Football. Ja, doch. Das kommt einem, ja, keine Ahnung. Okay, das Baseball ist ganz cool. Es gab zwar in Amerika dieses Mario Sluggers, aber es kam ja nie in Europa raus. Gebt mir einen Online-Mode in dem Spiel und ich würde es mir kaufen. Tatsächlich, Online-Multiplayer! Ja. Es ist denn schon Weihnachten, meine Freunde? Was ist da kaputt? Ich glaube, Nintendo ist krank. Ja, nee, Frühling 2017. Jawohl. Das ist ja nicht die Zeit da, wo man schon sehr viel kaufen muss von Nintendo, aber ist okay. Final Game of the Day. Oh. Pikmin. Ja, okay. Jetzt, aber das ist nicht Pikmin 3, das ist ein eigenes. Ja, das ist ein 2D. Bitte lass es Pikmin 4 sein, ich schwöre, ich lach mich so tot. Alter, wenn es ist, Alter. Weil sie ja gesagt haben, Pikmin 4 ist in Entwicklung. Ja. 2D-Pikmin, ist es euer Ernst? Pikmin! Wenn das Pikmin 4 ist, Alter, dann lach ich mir den Arsch ab. Ja, die Wurfmethode finde ich gut, da kann man nicht so oft daneben werfen. Oh nein, es sieht so schwer und bedrohlich aus. Ja, wirklich. Oh, ein Küken, oh mein Gott. Es sieht trotzdem scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber das ist cool mit den zwei Bildschirmen. Das schon. Ja, das weiß doch mittlerweile jeder, oder? Ja, schon. Ganz ehrlich, please. Bei der Grafik kauft sich keiner, der nicht schon ein Pikmin gespielt hat, dieses Pikmin, mal ehrlich. So. Das ist, glaube ich, echt das Pikmin 4 ist.
Es ist ein 3DS Pikmin, warum macht ihr es nicht in 3D, mein Gott? Ach. Ey, manchmal frage ich mich. Ja, Nintendo halt, ne? Entschuldigung. Das sah so scheiße aus. Pikmin von Nintendo 3DS, Name Not Finest. Ah, okay, zumindest ist nicht Pikmin 4. As you can see, many titles are planned for 2017. Ja, viele Titel sind geplant, ja. Ich hoffe, dass sie jetzt noch irgendwas zeigen. Bitte enttäusch mich nicht. And until next time, happy gaming. Wir sehen's gleich. Thanks for watching. Ich glaube, das war's. Ja. Sieht's aus. Ich lass trotzdem bis zum Ende laufen. This presentation ja, das war's. Ja. Meinungen. Kann ich mich bitte umbringen? Es ist einfach nicht mehr. Es ist nicht. Es ist schon nicht mehr traurig. Es ist einfach nur noch zum Lachen. Es ist einfach echt so, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Was war das denn? Das war doch ein reiner Witz, oder? Es waren einfach zwei weitere Exklusivtitel gestrichen. Ein paar Spiele, die keinen interessieren. Okay, dann das Mario Sports Ding da. Ja, das war das einzige Game, das wo ich jetzt vielleicht sage, ja, geil. Und das war's auch schon. Wenn es auf dem normalen 3DS gut laufen wird, das ist halt die andere Sache. Ach so, stimmt, wegen New 3DS, ne? Muss man mitdenken. Ja. Ich lasse die Direct jetzt einfach mal unkommentiert. Ja. Aber auf Twitter schreiben ein paar Direct war okay. Für mich, naja, sag mal so. Das eine Game, was Nick gerade gesagt hat, war in Ordnung und die Amiibos und sonst fand ich es wieder eine richtige Verarsche. Was der eine schreibt, jetzt fehlt nur noch Splatoon Mario Kart 8 für 3DS. Ja, das stimmt halt einfach. Ja gut, liebe Freunde, aber dann bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier gefunden habt, ob ihr das jetzt eine richtig geile Direct fandet oder ob ihr sagt, Alter, das hätten sie sich sparen können. Gut, ja, bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss.